Das Geheimnis der Mauselina. Eine Geschichte von Inge Thoma mit Bildern von Marion Elites. Die Sonne brennt auf das endlose Meer. Müde schaukelt die Mauselina auf den Wellen. Ebenso müde lehnt Piratenkapitän Erik der Rote an ihrem Mast. Schiff ahoi! In Süd-Südwest! Brüllt Matrose Pitt aus dem Ausguck hoch über ihn. Schluss ist mit der Müdigkeit! Der Käpt'n greift nach dem Fernrohr. Anna Maria! Hübsches Schiff! Schmunzelt er. Sieht nach fetter Beute aus, Jungs. Hein! Meine Augenklappe! Erik der Rote weiß, wie ein Pirat auszusehen hat. Sind unsere Waffen gefüttert? Yes, Sir! Gefüttert und startbereit. Der Käpt'n übernimmt das Steuerrad. Na dann los, altes Mädchen! Volle Kraft voraus! Ächzend und knarrend rauscht die Mauselina auf ihre Beute zu. Die wartet seelenruhig, denkt gar nicht an Flucht. Denn auch der Kapitän der Anna Maria hat ein Fernrohr. Lachend steht die gesamte Mannschaft an Deck, als die Mauselina sich herangekämpft hat. Ihr wollt ein Piratenschiff sein? Gluckst der Kapitän. Wo sind denn eure Kanonen? Nicht mal Säbel oder Messer sehe ich. Immer mit der Ruhe. Erik der Rote baut sich in seiner ganzen Größe auf. Ihr werdet uns eure gesamte Fracht übergeben, ohne dass wir euer Schiff betreten. Hört, hört! Grölen die Seeleute der Anna Maria. Nun denn, grinst Kapitän Erik. Entern! Luken auf! Angriff! Brüllt er und lässt einen scharfen Pfiff ertönen. Nun geht alles blitzschnell. Dicke Taue mit Enterhaken fliegen an Bord der Anna Maria. Graue Schatten huschen über die Seilbrücken und verteilen sich in Windeseile auf dem Schiff. Heiliger Klabautermann, Mäuse, Hunderte, Tausende! Der Schiffskoch begreift als erster. Carolus, Fass! Doch der fette Schiffskater denkt nicht daran. Sicher! Er hat Mäuse zum Fressen gern, aber doch nicht so schrecklich viele. Mit gesträubtem Fell stürzt er sich ins Wasser, das er eigentlich hasst. Tod und Teufel! Der Kapitän der Anna Maria greift nach seinem Säbel und fasst stattdessen nach seiner Hose. Die rutscht nämlich abwärts. Die fleißigen Nager haben säuberlich den Ledergurt zerbissen. Und das nicht nur beim Kapitän. Die gesamte Mannschaft stolpert über ihre gefallenen Beinkleider und kriecht hilflos über Deck. Plötzlich knirscht und knackt es. Die Segel lösen sich von den zernagten Tauen und rauschen wie die Schwingen riesiger Vögel herab. Halt, halt! Wir ergeben uns. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Die Stimme des Kapitäns klingt dumpf, aber deutlich aus dem Segelhaufen. Nun denn, grinst Kapitän Erik und lässt einen scharfen Pfiff ertönen. Schlagartig kehren die Mäuse an Bord der Mauselina zurück und kostbare Gewürze
Goldstücke und Edelsteine wechseln die Besitzer. Gute Reise, winken die triumphierenden Piraten der Anna Maria nach. Die hat es eilig, davonzukommen. Der Schiffskoch holt nur noch rasch den Rettungsring mit dem frisch gebadeten Carolus an Bord. Die Mauselina wird der Schrecken der Meere und ihr Geheimnis bleibt lange gewahrt. Welcher stolze Seemann gibt schon zu, von Mäusen überlistet worden zu sein? Aber wie das so ist, irgendwann sickert das Geheimnis der Mauselina durch. Und ein pfiffiger Kapitän hat eine verrückte, aber einfache Idee. Wie immer steuert Captain Erik der Rote ein Beuteschiff an. Wie immer brüllt er seine Befehle. Wie immer entern die Mäusepiraten das feindliche Schiff. Und dann, statt Taue, Gürtel und Segel zu zernagen, macht die Mäuseschar eigene Beute. Das gesamte Schiff ist mit leckeren Käsehäppchen und Speckstückchen übersät. Welche Maus kann da schon widerstehen? Captain Erik der Rote begreift: Das ist das Ende der Kaperfahrten. Es wird jedoch ein glückliches Ende für alle. Denn was machen die Piraten? Jungs, genug ist genug. Setzen wir uns zur Ruhe, ruft Erik der Rote. Gesagt, getan. Die ausgedienten Piraten suchen sich eine hübsche Südseeinsel und züchten dort große Kokosnüsse. Und die Mäuse? Sie verlassen im nächsten Hafen das leer gefutterte Schiff und suchen sich eine neue Heimat. Viele bleiben Schiffsmäuse, viele werden Stadtmäuse, viele zieht es in Wälder und Felder. Alle aber berichten noch ihren Ururenkeln von ihrer aufregenden Zeit als Piratenmäuse. Dabei bleibt die feige Flucht von Bordkater Carolus ihre Lieblingsgeschichte. Und die gute alte Mauselina? Die liegt noch heute im Heimathafen des berühmten Piratenkapitäns vor Anker. Nicht als ausgedientes altes Wrack? Oh nein! Die Mauselina ist immer noch ein stolzes Schiff. Captain Erik der Rote hat sie seiner Heimatstadt geschenkt. Ein echtes Piratenschiff. Was für ein wundervoller Spielplatz für Kinder. Am aufregendsten aber sind die Piratennächte, in denen den Kindern bei flackerndem Kerzenschein von den Abenteuern der Mauselina erzählt wird. Und wer die richtigen Ohren hat, der versteht das leise, zufriedene Knarren der alten Mauselina. Genau so ist es gewesen, flüstert sie.